habe jetzt hier ein paar Schuss für die M16 A1 oder was das ist, M4 A1. Aber ansonsten. Hört sich wie ein Feuergefecht an, da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Riggs. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe, schnell. Riggs? Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Riggs, oh, schnapp dir die RPG. Wir müssen das Hotel einnehmen. Ja. Ups. Wieder einer weniger. Truppen kommen über die Hügel. Da kommen noch mehr. Aus dem rechten Flank bewegt sich. Scheiße. Lade nach. Gib mir Deckung. Er ist ungeschützt. Ja, da komme ich gerade nicht mit zurecht. Hab ihn. Denke ich mir auch. Und bleib liegen, verdammt! Er ist ungedeckt! Fliegt ihn um! Ach, da ist ja noch einer. Darf man fragen, auf was die genau schießen? Muss nachladen. Gib mir Deckung. Ach, da hängt er ab. Ah, hier ist wieder unsere Lieblingswaffe. Ja, so dringend wird es jetzt auch nicht sein. Und Munition ist auch wichtig, Freunde. Arschloch. Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Das stimmt. Granate! Deckung! Ich sehe nichts. Bleibt unten. Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da Delta. Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack. Du bist tot. Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Ihr drei, hoch zum Restaurant. Ihr nicht über Geheiminfos. Klingt nach dem Plan. Hör ich mir gleich mal an. Eine Analyse legt nahe, dass Conrad unter einer Vorform der posttraumatischen Belastungsstörung leidet, verursacht durch fehlgeschlagene Operationen in Afghanistan.
Bei derart fähigen Menschen wie Conrad kann sich die PTBS in einer ausgeprägten Tendenz zu Egomanie und moralischer Überheblichkeit manifestieren. Noch beunruhigender ist, wie Conrad als größter militärischer Führer seit General Patton gerühmt wird. Conrad habe diese Ansicht verinnerlicht, sodass sie nun einen wesentlichen Bestandteil seiner Psyche darstellt. Man glaubt, Conrad könnte auf die Anwürfe gegen ihn wegen seiner Fehler in Afghanistan in sehr extremer Weise reagieren, um den eigenen Glauben an seinen Ruf zu erhalten. Conrad wird die Gründe für seine Fehler bei anderen suchen und auf Vorgesetzte zunehmend paranoid reagieren. Es sei unsicher, inwieweit Conrads angeschlagene Psyche einen weiteren öffentlichen Fehlschlag verkraften würde. Okay. Und der öffentliche Fehlschlag war ja offensichtlich, dass die Evakuierung nicht geklappt hat. Wieder eine. Sieht aber sehr geil aus. Tango erledigt! Super. Ja, ne? Haltet sie mir kurz vom Leib! Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Whoops. Arschloch. Ah, jetzt wollte ich gerade weggehen, ja. Gut, die Position war irgendwie weniger geil. Sagen wir mal. Naja, schade. Och nö. Oh, da habe ich jetzt nicht viel Lust drauf. Bleibt unten! Jupp. Habe ich vor. Nein, da Delta. Wo steckt dann der Alte? In deinem Arsch. Der ist hier. Du verdammter Drecksack. Du bist tot. Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Okay. Ich hol meine Leute da raus. Klingt noch ein Plan. Und bleib liegen, verdammt. Ich steck fest, verdammt. Haltet sie mir kurz vom Leib! Hey, Feind voll der Deckung! Bringt ihn um! Yo, ich bin gerade beschäftigt. Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Riggs, verdammt, wo stecken Sie? Ich rette euch hier den Arsch. Ach so. Nichts zu danken. Feind bewegt sich! Vorsicht! Und? Willst du doch irgendwann mal sterben? Tendo am Boden! Ach so. Das ist unser. Scheiße, ich bin auf deiner Seite! Schieß ja dauernd nur auf Kumpel. Gut, der kommt dann nicht mehr, ist nicht mehr lebend runtergekommen. Tango bewegt sich, legt ihn um! Ah! Einer kommt aus der Deckung! Hab wieder einen! Bam! Och nö. Geht doch.
Scheint alles klar zu sein. Wenn ihr ja Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. Ich überleg's mir mal, ne? Hier irgendwo noch sowas wie Munition vielleicht. Für den kleinen Silvius. Nee, leider nicht. Oder? Ne, hier ist bei 417. Hier ist die UMP. Aber okay. Vielen Dank. Los, rein. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Oh, ich, Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Hier sieht's doch so nach Geheiminformationen aus. Oder auch nicht. Ah, hab schon alle Geheiminfos. Okay. Kontrollpunkt. Wir kriegen Besuch. Och, habe eigentlich gar keine Lust. Da ist ja schon Riggs. Sind unterwegs! Hab ihn! Da ist eine Schrotflinte im Spiel! Cool. Feind getötet! Die überrennen hier unser Lager. Könnten echt mal ein bisschen netter sein. Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Krank. Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Abgesperrt. Scheiße, wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Rex? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Achtet auf die Schrotflinte! Scheiße, die rücken von hinten an! Geht in Deckung! Hab ein! Yo. Das ist hier irgendwie gerade nicht so geil. Ach du Kacke! Geh in Deckung! Alter! Tango erledigt! Geht doch. Auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen.
gibt es kein Halt. Wieder einer weniger. Muss nachladen, geht mit Deckung. Vorsicht, Schrumpf mit dem Anschluss. Hab das Schwein. Da steht einer im Freien. Wir haben die Rufen überrannt. Riggs, die Tür auf, los.